Peace, Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und zwar habe ich mir in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel Stuff gekauft. Es hat sich einiges angesammelt, wie man sehen kann. Deshalb dachte ich mir, komm, zeige ich euch meine ganzen latest Pickups, meine ganzen letzten Einkäufe in einem YouTube-Video. Wir haben hier 2 Shorts, 3 normale Hosen, 5 T-Shirts, 1 Sweater, 1 Zipjacke und was ihr jetzt nicht sehen könnt, wären 3 Paar Schuhe, von denen wirklich einer mein absolutes Grail war, der auch extrem teuer war. Aber dafür bleibt bis zum Ende dran, denn die 3 Schuhe behandeln wir am Ende des Videos. Und dann haben wir noch so 2 andere Sachen, die ich jetzt nicht einordnen kann, aber ich denke mal, die werden auch wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch kennen. Kurz vorab, Freunde, bevor ich euch jetzt die ganzen Pickups zeige, folgt mir gerne auf Instagram rein, denn dort hat man so einen kurzen Einblick gehabt, zum Beispiel welche von den Sachen ich dort schon gezeigt habe. Und was ich dort auch noch gezeigt habe, wäre mein Grail, das ich mir geholt habe, den Schuh quasi. Deshalb folgt mir gerne auf Insta rein, @standardbrn, ich werde es auch in der Videobeschreibung verlinken, um solche Einblicke wie von der Story immer früher zu bekommen und generell immer früher quasi up to date zu sein. Ich würde sagen, wir fangen hier mit der Sherpa-Jacke an, gehen dann quasi so herum und dann behandeln wir die Schuhe. Ich werde jetzt nicht allzu viel zu dieser Jacke sagen, denn falls euch diese Jacke und auch die Jeans gefällt, beziehungsweise ihr mehr Infos zu den Sachen haben wollt, Fitpicks, etc., schaut auf jeden Fall mein letztes YouTube-Video, denn dort habe ich ein Peso Livecore Plus Unboxing gemacht, wo ich mir diese Sherpa-Jacke hier gekauft habe, wo ich die bewertet habe. Deshalb wäre es jetzt unnötig, auf diese Jacke nochmal einzugehen. Aber ich wollte die trotzdem nochmal ins Video reinbringen, für all diejenigen, die jetzt das Video eventuell nicht gesehen haben. Checkt das auf jeden Fall ab, ich werde es hier irgendwo verlinken. Machen wir weiter mit dem einzigen Sweater, und zwar wäre das dieser Represent Sweater hier. Und ich bin euch ehrlich, ich zeige euch auch Sachen, die ich jetzt zum Beispiel nicht behalten werde, wie zum Beispiel den Sweater, und erkläre euch dann, wieso das nicht der Fall ist. Und zwar finde ich, dass bei diesem Sweater, ich habe mir den bestellt, zusammen mit einem T-Shirt, das ihr gleich sehen wird, an sich das Motiv wirklich eine 10 von 10, das sagt mir echt extrem zu. Hier mit dieser Emily vom Rolls Royce, ich werde euch hier mal ein Bild einblenden, aber ich denke mal, die werden eh die meisten von euch kennen, quasi nur mit einem Totenkopf, und dann steht da drüber nochmal Iron Spirit und darunter steht einfach Represent drauf. Aber ich bin euch ehrlich, der Schnitt bzw. der Fit ist so ein Müll. Der Kragen fittet wirklich so ekelhaft irgendwie. Ich kann es nicht beschreiben. Ich werde euch eh immer Fit-Videos, Fit-Picks einblenden, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Aber ich finde, für mich selber ist das fittechnisch wirklich eine 0 von 10. Deshalb wird das hier auch verkauft bzw. zurückgesendet. Nicht wundern, Freunde, die Kleiderschlange ist mir leider ein bisschen verrutscht. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit dem ersten T-Shirt. Und zwar ist dieses T-Shirt hier auch vom Represent. Wie ich eben schon erwähnt habe, war der Represent Sweater nicht der einzige Sweater, beziehungsweise nicht das einzige Piece, was ich mir bei Represent gekauft habe. Und wie ihr schon sehen könnt, genau das gleiche Motiv, nur als T-Shirt. Und was ich hier wirklich sehr feiere, ist dieser etwas abgenutzte Look. Wie man sehen kann, zum Beispiel am Motiv, überall hat das so abgenutzte Stellen und auch am Kragen sind Löcher drin. Das T-Shirt fit technisch wirklich eine 10 von 10, deshalb habe ich das hier auch behalten. Und ich muss sagen, dass ich beide Pieces wirklich extrem günstig bekommen habe. Ich glaube, das T-Shirt hat ungefähr 50 Euro gekostet. Also normalerweise kosten die ja 140 oder so oder 100. Und den Sweater, der kostet eigentlich 200, habe ich glaube ich für 80 Euro bekommen. Also ich hatte dort nochmal auf den Sale, der drauf war, nochmal 20%. Was wirklich extrem nice war. Deshalb habe ich so wenig bezahlt und check mal, 5 Euro für ein Represent-T-Shirt geht auf jeden Fall klar. Dann hätten wir hier das erste Madison-Piece in diesem Video, und ihr werdet Madison in diesem Video noch öfter sehen, da Gianni mir gefühlt die ganze Kollektion gegeben hat. Gianni Bro, falls du das siehst, danke nochmal an dich. Das hier wäre das erste T-Shirt, und zwar das DiCaprio-T-Shirt. Feiere ich wirklich extrem, weil ich DiCaprio auch als Schauspieler feiere. Aber was hier wirklich sehr, sehr nice ist, ist die Waschung vom T-Shirt, auch der Kragen, wirklich sehr, sehr krank, wie das gemacht wurde. Ich werde euch, denke ich, mal ein Close-Up davon einblenden, aber ich finde, der Kragen ist wirklich eine 10 von 10. Und dann halt noch die kleinen Details hier, zum Beispiel wie bei Madison, dass das O so eine Filmrolle ist. Vielleicht hätte ich das etwas nicer gefunden, wenn ein anderes Bild von DiCaprio dabei gewesen wäre. Und zwar bei Wolf of Wall Street gibt es wirklich ein sehr, sehr nices Bild. Ich werde euch das hier mal einblenden. Ich glaube, ich hätte das ein bisschen nicer gefunden, einfach vom Vibe her. Und generell, alle Madison-T-Shirts fitten genauso, wie ich das feiere. Quasi boxy geschnitten, etwas breitere Ärmel, etwas längere Ärmel. Ich denke mal, ihr werdet auch, oder beziehungsweise die meisten von euch, werden den gleichen Schnitt feiern. Hier auch wieder, ich finde generell die Farbwahl eine 10 von 10 bei Madison diesmal. Dieses Hellbraun passt wirklich sehr, sehr krass zu der College-Jacke vom letzten Jahr. Ich glaube, das ist quasi das Basic-T-Shirt in der Kollektion, kann man so sagen. Denn es steht halt nur Madison drauf, und sonst hat das T-Shirt gar keine Details, außer halt dieses 40. Und bevor ihr nochmal fragt, wir gehen das nochmal ganz kurz durch. In Madison trage ich XXS, also wirklich sehr krass. Bei Represent habe ich S genommen, keine Ahnung wie das geht.
Und bei Peso trage ich auch S. Also ich weiß echt nicht, warum ich jetzt bei Madison XXS habe. Das nächste Tee wäre auch in der Size S. Und zwar ist das ein Basic Tee von Nike, Nike Lab T-Shirt. Und zwar, kleine Story dazu, ich war in Holland und habe dann Soulbox gesehen. Bin einfach reingegangen, wollte jetzt nichts kaufen und habe gesehen, okay, krass. Die haben wirklich alle Nike Lab Sachen, die ganzen Jogger, die wirklich extrem nice sind. Die ganzen Hoodies, die ganzen T-Shirts. Sehr, sehr spontan war das Ganze dort. Und dann kam ein Mitarbeiter zu mir und meinte, yo, mäßig auf Englisch, hier ist 40% auf alle Nike-Sachen, nur damit du Bescheid weißt. Und dann dachte ich mir so, Digga, was? Deshalb habe ich dieses T-Shirt jetzt hier für, ich glaube, 20, nee, warte mal, eigentlich kostet das 40 Euro minus 40% sind 24 Euro, ne? 24 Euro für dieses T-Shirt gezahlt. Wirklich ein Schnapper, ich hatte das hier ja schon in Babyblau. Muss wirklich sagen, qualitativ habe ich das auch schon damals im Video gesagt. Besser als normale Nike-Sachen vom Schnitt her, vom Fit her. So, damit ich alle T-Shirts aus der Madison Collection habe, hat mir Gianni noch das cream-weiße T-Shirt gegeben. Was hier halt drauf ist, wäre die Filmrolle, wo Madison draufgeschrieben ist. Und die Farbe, wie gesagt, ich fand alle Farben sehr, sehr geil, wenn wir uns die nochmal angucken. Verwaschene Grau, einmal dieses helle Braun und einmal dieses Cream White. Auch die T-Shirts, wie gesagt, finden alle gleich. Auch hier wieder hat es kein Backprint oder so. Und was man auch erwähnen muss, ist, ihr könnt das jetzt natürlich beurteilen, aber falls ihr ein Madison T-Shirt habt, werdet ihr das wahrscheinlich wissen. Und zwar, wenn man das so anfasst, es fühlt sich echt irgendwie mega flauschig an. Also das DiCaprio T-Shirt jetzt nicht, aber die beiden anderen T-Shirts sind irgendwie sehr, sehr weich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Als nächstes hätten wir diese Peso Jeans hier und genauso wie bei der Sherpa Jacke zu dieser Jeans muss ich nicht viel sagen. Falls ihr diese Jeans sehen wollt, geht auf mein letztes Video, Peso Livecore Plus Unboxing. Dort wurde diese Jeans bestellt und die Sherpa Jacke bestellt. Dort wurde, wie gesagt, beides bewertet. Deshalb skippen wir die Jeans mal und gehen direkt weiter zur Cargo, die wirklich geisteskrank ist. Und zwar, ich feiere wirklich die Carhartt Cargos. Die hier ist so ähnlich. Und zwar fittet die geiler, weil die nochmal ein bisschen breiter ist als die Carhartt Cargos. Und weil die, ich zeige euch das mal ganz kurz, hier unten noch eine Tasche hat. Das heißt, sie hat quasi 4 Taschen pro Bein 2. Und was wirklich sehr nice ist, oh, die ist hier ein bisschen dreckig, wäre einmal hin, dass dort noch ein M drin ist für Madison. Und ich finde, dass die Cargo vom Fit her die beste ist, die ich jemals hatte, also nur von Cargo Jeans. Aber die krasseste Hose, glaube ich, die ich mir jemals gekauft habe, auch die fragwürdigste, wäre die Hose von Devil Love Clothing. Und dort habe ich jetzt quasi die Hose selber gezahlt, weil ich die wirklich extrem feier. Die hatte, glaube ich, auch mal Justin an und auch andere Leute. Das ist quasi eine kleine Upcoming Brand. Das einzige, was mich an dieser Hose stört, ist, dass die ankam. Ich ziehe die an und denke mir, wo sind die Hosentaschen? Aber ihr seht schon an der Seite wirklich, wie das gemacht worden ist. Einfach geisteskrank. Ich kann es nicht in Worte beschreiben. Es wurde quasi immer so ein Hosenteil rausgenommen und so zusammengenäht, damit dieser Look entsteht. Wirklich sehr, sehr krass, ist so ein glänzendes Leder, ist jetzt nicht für jeden Tag auf jeden Fall, aber manchmal oder für Instagram-Pics kann die Hose schon wirklich sehr, sehr krass kommen und ich feiere sowas eh, weil sowas sieht man gefühlt nie, auch keine Brand bringt sowas raus, außer die Brand, die es jetzt gemacht hat und dort finde ich das echt lobenswert, sowas rauszubringen, dass man sich sowas traut und nicht normal macht wie andere Marken, nur T-Shirts, Cargos, kurze Hosen, bla bla bla, sondern sich auch mal ein bisschen ausprobiert und etwas rausbringt, was so gar nicht auf dem deutschen Markt, sag ich mal, vertreten ist. Hatte die schon ein paar Mal an, so oft jetzt noch nicht, da ich nicht so oft die Gelegenheit hatte. Kommen wir zu den beiden Shorts aus diesem Video. Der Sommer ist vorbei, obwohl es diese Woche noch echt sommerlich war. Und zwar wäre die erste Hose die Madison-Hose, die Madison-kurze Hose. Wie eben schon erwähnt, Gianni hat mir fast die komplette Kollektion gegeben. Ich habe auch die Chain, die liegt oben irgendwo rum. Also, wie gesagt, Gianni, Dankeschön. Und hier bei der Hose ist es halt geil, dass die Hose so ein bisschen reflektiert beim Licht. Das heißt, hier dieses Palm Springs und Madison reflektiert. Sonst ist die Hose ganz schwarz, hat auch nicht viele Details. Aber fitten tut die wirklich sehr, sehr nice. Wie gesagt, Fitpicks werdet ihr eh von allen Produkten sehen. Deshalb gehen wir mal rüber zur nächsten kurzen Hose. Und zwar ist die nächste Hose von Lightning Clothing. Wie man sehen kann, ist das hier unten rechts, glaube ich, unten links eingesteckt. Und was ich an dieser Hose wirklich sehr, sehr feiere, ist diese sommerliche Farbe. Dieses Cream Weiß, beziehungsweise dieses Beige eventuell schon.
ist wirklich sehr angenehm für den Sommer und qualitativ wirklich eine sehr starke Hose. Ich werde euch Fitpics mit der Hose jetzt einblenden. Und ich muss wirklich sagen, dass ich die auch gerne in anderen Farben hätte. Deshalb checkt die Jungs auf jeden Fall ab. Ich werde die in der Infobox verlinken. Generell werde ich alle Links, die ich finde, in die Infobox packen, damit ihr die Sachen ganz einfach nachkaufen könnt. Machen wirklich nice Stuff und bald kommt bei denen eine nice Chain raus. Deshalb bleibt da auf jeden Fall aktiv bei denen auf Instagram, damit ihr das Ganze mitbekommt. Was hier auch noch rumlag, was Gianni mir gegeben hat, wären Madison Socken. Und nochmal Madison Socken. Deshalb, Dankeschön, Bro. Aber wir machen sofort weiter mit den Schuhen. Und zwar wäre der erste Schuh ein ganz normaler Air Force, wie ihr sehen könnt, leider schon getragen. Aber ich finde, dass diese Air Force bzw. weiße Air Force extrem, extrem wichtig sind. Ich glaube, ich kaufe mir alle 2 Monate gefühlt neue. Der hier hat auch schon ein paar Creases bekommen. Falls ihr Bock habt auf ein Video, wo ich das Ganze teste, wie man am besten umgeht, damit man keine Creases bekommt in seinen Schuhen, denn das werde ich auch manchmal auf Instagram gefragt, lasst gerne dazu einen Kommentar da. Aber ich denke mal, zu dem Schuh brauche ich jetzt auch nicht so, so viel sagen. Denn ich denke mal, jeder von euch hat einen Air Force zu Hause oder sollte zumindest einen komplett weißen Air Force zu Hause haben. Denn ich finde, der Schuh passt quasi zu jedem Outfit. Mit dem Schuh macht man nichts falsch. Der nächste Schuh, den ich mir geholt habe, wäre dieser Jordan 4er, der neu rausgekommen ist. Und falls ihr diese Schuhe, die neu rauskommen, beziehungsweise die Schuhe, die gerade droppen, für Retail bekommen wollt, wie ich den hier bekommen habe, checkt auf jeden Fall Pure Pinks ab. Ich werde die in der Videobeschreibung verlinken, denn durch die habe ich diesen Schuh für Retail bekommen. Das ist quasi eine Cool Group, dort zahlt ihr einmal monatlich 10 Euro Eintritt. Aber dort habt ihr quasi alle Infos gesammelt zu Sneaker Releases, die euch das Leben erleichtern, um an diese Schuhe für Retail ranzukommen. So wie auch bei dem, und würde ich die jetzt verkaufen, würde ich quasi diese 10 Euro direkt wieder reinholen. Deshalb checkt das gerne aus, liest euch da durch. Wirklich, es gibt keine bessere Entscheidung, als einer Kuckuck beizutreten, wenn man sich für Sneaker interessiert und die wirklich für Retail haben möchte. Da man ohne eine Kuckuck so gut wie verloren ist. So, Freunde, bevor ich euch jetzt das Highlight des YouTube-Videos zeige, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da. Schreibt gerne einen Kommentar jetzt schon, wie ihr das Video bis jetzt fandet. Und das wäre mein Grail, das ich mir so gekauft habe, quasi, wenn man es Grail nennen kann. Denn ich fand den schon echt extrem nice. Hab den für einen guten Kurs bekommen, hab den, glaube ich, für 900 bekommen. In meiner Größe, in Size 40, ist das wirklich sehr, sehr nice. Ich glaube, der ist sogar 41 jetzt. Aber ich finde den Schuh wirklich viel, viel nicer als den Travis High. Der Travis High kostet auch irgendwie, keine Ahnung, 2500 Euro. Ich finde, das ist mir etwas zu viel Geld. Vor allen Dingen hat der eine blaue Toebox. Das ist so gar nicht meins. Ich finde eine weiße Toebox an sich immer clean. Hier den umgedrehten Swoosh in diesem beigen Colorway wirklich sehr krass. Und dazu die beigen Schnürsenkel und mit diesem Blau einfach alles an diesem Schuh. Cactus Jack, das Fragment Logo und das Travis Logo, wirklich sehr krass. Aber das ist nicht der einzige, den ich mir gekauft habe, denn es ist noch ein weiterer zu mir unterwegs. Abonniert am besten jetzt schon den Steelplug auf Instagram, denn ihr werdet die Chance haben, so einen Schuh in eurer Wunschgröße zu bekommen. Was da genau auf euch zukommt, werdet ihr dann erfahren. Am besten Benachrichtigungen anschalten, damit ihr das Ganze nicht verpasst. Und ich würde sagen, das waren alle latest Pickups, wie alles, was ich mir in letzter Zeit gekauft habe. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt gerne einen Kommentar, ob ihr ein Video dazu haben wollt, wie man gegen Creases am besten vorgeht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace!